Es war der 30. Dezember 2005. An dem Tag, da fiel das soziale Zentrum, nämlich dem Abrissbagger, zum Opfer. Eine Entscheidung der Verwaltung, die Kontroversen hervorrief. Jetzt, 3 Jahre später, soll es wieder entstehen. An anderer Stelle und mit neuem Konzept. Die Überraschung war groß, als Oberbürgermeister Hans-Joachim Grote im Dezember verkündete, er wolle die Obdachlosigkeit des sozialen Zentrums beenden. Die damalige Entscheidung, es abzureißen, spaltet die Parteien bis heute. War der Abriss vor 3 Jahren an der Ulzburger Straße ein Fehler? Also, wir hätten uns gewünscht, dass es stehen geblieben wäre, denn Sie sehen, bisher ist nur ein Parkplatz entstanden und die Begründung damals, die war nicht ganz korrekt. Politischer Fehler ist leicht gesagt. Wir wissen alle, was wir vor 3 Jahren für politische Verhältnisse hatten hier in Norderstedt. Es war sicherlich zu diesem Zeitpunkt nicht nötig. Hätte man den Leuten seinerzeit dieses Haus belassen, würde man wahrscheinlich heute vor dem Problem stehen, die aus dem Haus rauszubekommen. Ich kann bis heute nicht verstehen, warum man da in so einer Nacht- und Nebelaktion diese Räumung des Gebäudes vorgenommen hat. War das ein Fehler, das soziale Zentrum vor 3 Jahren abzureißen? Wenn Sie so provokant fragen, dann war das natürlich kein Fehler, sonst war politisch völliger Wahnsinn. Die Mitglieder des sozialen Zentrums machten weiter, ohne Haus. Ihr Ziel, ein selbstverwaltetes Zentrum für linke Politik und Kultur in Norderstedt. Und präsentierten Verwaltung und Parteien ein neues Konzept. Lange hat man selbst nach einer neuen Bleibe gesucht, es fehlt das Geld. Deshalb die Forderung nach Unterstützung durch die Stadt. Diese kam jetzt, unerwartet. Ein neues soziales Zentrum soll entstehen. In der Versammlung, die wir hatten, war die Begeisterung groß. Es war auch die Begeisterung groß, dass dieser Vorschlag vom Oberbürgermeister kam. Ich bin ganz ehrlich, was mich fast im Hocker gehauen hat. Der Herr Oberbürgermeister hat sich immer sehr schnell an neue Gegebenheiten, sprich neue politische Verhältnisse, angelehnt. Und für viele in Norderstedt ist es jetzt gut, dass es andere Mehrheiten gibt und dass auch die Verwaltung eine andere Linie fährt. Und das begrüße ich auch erstmal, denn für das soziale Zentrum sind die letzten 3 Jahre sicher nicht einfach gewesen. Wenn man kein Zuhause mehr hat, ist auch klar, kommen auch keine Mitglieder, kommen keine Besucher, kann man wenig Veranstaltungen machen. Es muss für jeden Zweig der Kultur in dieser Stadt einen Platz geben, nicht nur die Hochglanzkultur, nicht nur die vielleicht alternative Musikszene, sondern eben auch so eine Art politischer Kultur, wie sie das soziale Zentrum vertritt. Die Position der CDU, also ich habe mit einigen Fraktionskollegen der Zwischenzeit gesprochen und begleiten dieses Thema wohlwollend. Ja, es sind nicht alle begeistert, gut, das muss man zugeben, aber es ist nicht so, dass irgendwelche Widerstände sich hier regen. Ja. Das soziale Zentrum soll nicht nur ein Haus von der Stadt vermittelt bekommen und als Verein finanziell unterstützt werden. Das SZ, so der Vorschlag Grotes, soll Kulturträger der Stadt Norderstedt werden und so dauerhaft institutionell gefördert werden. Ein Vorschlag, der jetzt in den Parteien und beim sozialen Zentrum intensiv diskutiert wird. Wenn das soziale Zentrum das will und entsprechend sich in Anführungsstrichen eben der Nomenklatura einer Gemeinde, einer Kommune hier mit unterwerfen will und hier mitspielen möchte, dann würde ich das für sehr gut halten. Ich könnte auch verstehen, wenn Sie sagen würden, nein, wir wollen das nicht. Aber es macht natürlich auch viele Dinge einfacher. Also eine Förderung eines Kulturträgers der Stadt Norderstedt ist sicherlich einfacher durchzusetzen, als entsprechend Gelder loszueisen für einen wie auch immer frei getragenen Verein. Das ist eine zwingende Voraussetzung, damit die Leute auch Zuschüsse bekommen. Weil das soziale Zentrum ist finanziell nicht so ausgestattet, um beispielsweise die Kosten eines Hauses zu tragen. Ja, wenn die Leute ein Haus bekommen, entstehen ja Kosten, Nebenkosten beispielsweise für Heizung, Wasser und so weiter. Und die müssen ja irgendwie abgedeckt werden. Ja, da muss ich ganz, ganz deutlich sagen, ein ganz, ganz klares Nein. Ich will da auch gar nicht drüber diskutieren, sonst wird es wieder zerredet und wird wieder, also von der FDP und von mir, ein ganz klares Nein. Denn wie soll ich dem Steuerzahler denn wirklich erklären, wenn diese Gruppen meinen, dass alles schlecht ist, aber das Geld von den Steuerzahlern, das ist gut, das nehmen sie gerne. Das kann ich nicht vermitteln. Auch diese Menschen, mit dieser Ansicht, dieses soziale Zentrum, die jungen Menschen haben das Recht hier in Norderstedt,
ihre Kultur auszuleben. Kultur ist eben sehr vielfältig. Dies ist eine Art von Kultur, eben eine andere, als sie aus dem Großbürgertum kommt. Warum sollen sie nicht Kulturträger werden? Sie machen eine andere Kultur als das, was vielleicht andere Vereine machen, wie das Norderstedter Amateurtheater oder die Big Band des Lessing-Gymnasiums oder andere Organisationen in unserer Stadt. Aber sie machen auch eine Kultur, für die bestimmte Menschen in unserer Stadt ein Interesse haben und an der sie gerne teilhaben möchten. Die Meinungen sind also gespalten. Die Suche nach einem Standort hat bereits begonnen. Einer Forderung des sozialen Zentrums wird man allerdings nur sehr schwer entsprechen können. Also sie wollen fußläufig 15 Minuten von der nächsten U-Bahn sein. Die zwei Projekte, die wir so im Auge haben, entsprechen dem in etwa. Und es kommt natürlich darauf an, das hat seinerzeit die Frau Blaschnik auch gesagt, es kommt darauf an, wie schnell man läuft. Ende Januar wird man sich wieder treffen. Bis dahin sollte ein geeigneter Standort gefunden sein.